Okay, wir testen einen Spot absolut blind. Keine Route im Wasser, keine Ahnung, was hier geht. Einfach mal blind testen mit der Erfahrung, die man hat und das Beste draus machen. Und damit ran hier an die Sura. Weiter geht's hier mit Russian Fishing 4. Und wir testen an der Sura einen Spot, wo ich jetzt gerade nur den Untergrund getestet habe. Ich stand hier vorher noch nie. Ich habe keine Ahnung, ob hier irgendwas geht. Absolut blind. Was ich gemacht habe, mit der Spotrod den Untergrund abgescannt und habe jetzt hier rausgefunden, dass auf 30 Meter sandig und kiesiger Untergrund ist. Und was machen wir damit? Ich versuche damit irgendetwas, vielleicht sogar störig oder sterlettiges zu kriegen, wäre mega geil und ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Werden wir jetzt sehen, ob das klappt. Dementsprechend baue ich erstmal mein Setup um. Ich brauche hier, genau, Gravel. Ich brauche das als Leadcore und ich hätte gerne, wir nehmen hier diesen Stein, 50 Gramm Stein. Das heißt, wir haben Sand und Kies. Das Vorfach ist farblich nicht relevant, hat keine Scheuchwirkung, von daher bleibt es so, wie es ist. Ich bleibe beim Einserhaken, um die Chance zu erhöhen, irgendwas Interessantes zu bekommen. Wir stellen das Ganze oben hier auf klassische Haarmontage, denn ich hätte gerne Grundboilies. Das heißt, ich will jetzt nicht, dass da irgendwie schön der Köder im Wasser rumtänzelt. Bei der starken Strömung hier an der Sura macht es keinen Sinn. Und ich nehme einfach Boilie und Pellets in Kombination und wir nehmen natürlich sowas wie Krill. Krill, Süßwasserkrill im Idealfall, kleinere Partikel nehme ich hier, 14er. Was haben wir hier noch? Krill 14 haben wir hier sogar noch einmal. Und dann nehmen wir hier Krill als Dip. Und wir nehmen natürlich erstmal keinerlei Futtermische, denn wir testen ja hier erstmal alles blind. So. Benutzen. Erstes Set ist fertig. Wir haben die Abendstunden und ich sehe zu, dass wir die Routen rausbekommen. 30 Meter. Ich weiß nicht, wie weit ich werfen muss. Ja, mit einem 50 Gramm Blei, 45% aufgeladen. Sieht schon mal ganz gut aus. So, und jetzt ist halt wichtig, so wie das hier ist, erstmal merken und gucken, was passiert. Nächste Route bauen wir ganz anders auf. Nächste Route gehen wir auf die klassische Köder, auf die klassischen Naturköder an. Das heißt, wir nehmen jetzt hier einmal einen Tauwurm zum Beispiel. Auch den setzen wir hier auf 30 Meter. Und raus damit. Zack, Tauwurm ist draußen. Habe ich alles richtig gemacht? Ja, hier hatten wir kein Leadcore, kein Bleicore. So, und deswegen bleibt das mit dem Tauwurm. Und das dritte Ding könnte man jetzt natürlich auch mit so Premium-Ködern nehmen, mit so einer Maulwurfsgrille oder hier mit diesen Nashornkäferlarven und sowas alles, wenn man das schon ausbuddeln kann. Apropos buddeln, ich muss mal wieder buddeln. Ich kann das mittlerweile ausbuddeln, endlich die 100% ja geschafft. Aber die Dinger sind immer noch sehr, sehr selten, dass man sie rausbuddeln kann. Vor allem braucht man ja auch erstmal diese 5 Punkte da drin im Schaufeln, dass dann die Häufigkeit besteht, dass die rauskommen. Und deswegen verwende ich hier einfach nochmal ein... Wo ist es? Das ist normal hier die klassische Haarmontage. Hier gehen wir wieder auf dieses Gravel, auf diesen Stein. Und jetzt nehmen wir vielleicht mal Doppelpellets. Und wir nehmen irgendwas Fischiges oder Krabbe oder Muschel. Muschel, Krabbe, was haben wir denn noch? Gucken wir mal nach Krabben. Königskrabbe, Krabbe und Fisch. Krabbe und Fisch 14, klingt doch gut, oder? Krabbe, Königskrabbe 14, klingt auch sehr gut, ey. Königlich. Krabbe und Fisch und Krabbe und Fisch, was ist mit Krebs? Flusskrebs, Flusskrebs-Pellets. Nehmen wir auch. Ich nehme erstmal die kleineren Partikel. Flusskrebs. Krebs und Krabbe. Krebs haben wir, aber wir haben bestimmt auch Krabbe, oder? Austern und Krabbe. Da hätten wir Muschel und Krabbe. Krabbe und Fisch. Das nehmen wir. Krabbe und Fisch. Krabbe und Fisch. Flusskrebs. Okay, ich schmeiße es erstmal rein. Auch hier auf 30 Meter.
Und halt, weiter. Weiter aufladen. Ich habe ja kleinere Bleie dran. Und raus damit. So. Ich bin ja übelst gespannt. Hab einfach mal wieder an der Sura testen, wo was geht. Und ich bin gerade, ich sag mal, seit den frühen Abend, nee, sagen wir mal seit den frühen Nachmittagsstunden, bin ich hier lang marschiert an der Sura, hier angefangen vom Dorf, ausgeworfen, durchgezogen. Immer auf 30, 40 Meter. Durchgezogen, alle paar Meter. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt hier durchgehe. Und hier an der Stelle, hier in dem, hier ist auch sehr viel Sand. Aber ich wollte hier sowas, ein bisschen was anderes. Hier war zwischendurch ganz kurz eine Stelle mit Muschelbank. Die habe ich eigentlich gesucht. Das wäre so ideal gewesen. Sand und dann so eine Muschelbank. Das wäre halt top gewesen. Das habe ich hier gesucht, ganz kurz gefunden. Beim Durchziehen waren da so ganz, ganz kurze Aufleuchter, nur Muschelbank. Die waren aber sofort wieder weg. Ganz schwierig. Also hier im Raum des 3-Meter-Lochs werde ich nochmal ein bisschen länger rumsuchen. Vielleicht auch mal ein bisschen weiter werfen, weil das fände ich nochmal sehr interessant mit der Muschelbank. Und jetzt war hier an der Stelle, wie gesagt, Sand und Kies. Hatte ich so auch noch nicht gesehen. Da bin ich natürlich auch gespannt, ob da was geht. Ja, theoretisch nimmt man hier für diese Fischis auch immer eine Futtermische. Aber was nimmst du denn jetzt, wenn du nicht mal weißt, ob da überhaupt was geht? Das heißt, bevor ich jetzt hier mit einer Futtermische anfange und mir vielleicht irgendwas versau, weil das ist ja immer das Gleiche mit der Futtermische. Eine Futtermische an dem Spot wirkt pushend und reduzierend gleichzeitig. Es reduziert eine Art von Fisch und pusht dafür eine etwas andere Art, die Wahrscheinlichkeit, dass die beißen, nach oben. Ja, und was jetzt hier beißt, das müssen wir jetzt erstmal halt rausfinden. Vielleicht beißt hier auch einfach gar nichts. Und ich fange einfach nichts im Video. Fände ich auch mal geil. Mal ein schön entspanntes Video. Nur aus Wasser glotzen und nicht zwangen. Ehre. Ich meine, ich könnte das natürlich jetzt hier alles rausschneiden. Mache ich aber nicht. Denn so sieht die traurige Realität aus. testen, Alten. Ne? Nicht, dass es immer heißt, ja, Alter, du fängst ja immer nur. Du bist ja nur am Fangen. Das ist ja unglaublich. Nee, man ist ja auch den ganzen Tag am Suchen, Alter. Guck mal, zack, reingegangen in den Clip. Und jetzt ziehe ich hier nochmal schön locker durch. So, auf 15, 16. Das habe ich halt hier jetzt gerade die ganze Zeit gemacht. Sand und Kies, genau. Hier kommt die Meldung. Bodenstruktur, Sand und Kies. Vielleicht finde ich ja jetzt hier weiter unten gleich noch zufällig so eine Muschelbank. Dann ziehe ich um. Ich habe bisher noch keine gehabt. Aber wenn noch eine käme, wäre es echt nett. Na, Änderung? Ne, immer noch Sand und Kies. Und da sind wir ja jetzt hier. Das ist hier quasi, ja, hier war ganz viel lehmig auch noch davor in dem Bereich. Und dann auf einmal ging es hier los mit Sand und Kies. Hier wieder lehmiger Untergrund. Das will ich nicht. Das ist einfach zu weit verbreitet. Ist ja nicht schlecht mit dem lehmigen Untergrund. Aber ich suche halt eigentlich so ein bisschen so ein Special. So, werfen wir mal hier nochmal raus. Zack. Ich habe hier, glaube ich, so knapp auf 30 Meter jetzt gerade geklippt. Auch immer wichtig, dass man das natürlich klippt hier. Und dann die Entfernung genau nochmal ausjustiert. Das heißt, wenn das dann gleich kommt, jetzt müsste ich so vielleicht bei 20 Meter ungefähr sein, dann sieht man halt irgendwann hier unten diese Meldung. Zack, sagen wir mal, jetzt kommt da gleich vielleicht die Muschelbank. Und dann muss ich halt nochmal nachwerfen, ne? Dann werfe ich halt genau auf die 20 oder klippe ich auf 20 Meter und teste das dann nochmal. So, wo sind wir denn jetzt hier? Jetzt sind wir ja schon richtig weit runter. Okay, dann werde ich hier gleich auch nochmal testen. Und dann gehe ich aber gleich nochmal schnell zurück. Nicht so lange die Routen alleine lassen da hinten. So, rein in den Clip. Lehmiger Untergrund hier direkt, okay. Kein Sand und Kies mehr. Oder kommt das noch? Nee. Hm. Auch interessant. Nee. Partout nicht. Alles lehmiger Untergrund. Ja, lehmiger Untergrund.
Wobei existiert ja auch an den gängigsten Spots, ne? Zumindest für die Karpfen, ne? Kann man sich vielleicht auch mal merken hier, 3261. Neben den Nübbels hier, hier ist ja auch so eine Nische. Und da hinten, das hier ist die Nische, wo auch immer mal gerne die Graskarpfen bzw. die, die Marmorkarpfen gehen. Ich gehe mal wieder zurück. Sowas hier ist natürlich auch mal wieder interessant. Was haben wir hier? An solchen Strukturen, immer wieder geil. Sand und Kies. Sand und Kies und Kies und Sand. Naja, dann ist es halt so. Ich würde ja fast sagen, ideale Bedingung für den Don Kaulbarsch, Alten. Schön in dem Sand, da kann er dann da schön rumgründeln. Aber den haben wir ja hier nicht, den Don. Und dann wird es hier vorne wird's lehmig, okay. So, haben wir denn hier schon irgendein Ergebnis? Gar nichts, wa? Gar nichts. Uhrzeit ist eigentlich gut. Uhrzeit ist auch so, dass man sagen könnte, okay, da kann gerne mal was reinrasseln. Klar, schön die Würmer. Tauwurm ist auf jeden Fall, würde ich sagen, der beste Indikator, der beste Anzeiger. Auch Krill, gerade mit diesen kleinen Pellets, mache ich mir auch wenig Sorgen. Also wenn was geht, dann auf diesen beiden, also primär natürlich Tauwurm, sekundär vielleicht hier auf dem Krill. Am meisten Sorgen macht mir diese Kombi. Von daher ändern wir die nochmal. Vielleicht erhöhen wir dadurch die Chance, irgendwas zu bekommen. Und zwar gehen wir da auch auf eine klassische Kombi. Wir können das kombinieren entweder mit Thunfisch. Thunfisch und Lachs. Thunfisch. Wir können auch nur auf Thunfisch. Heilbutt, auch eine geile Kombi. Thunfisch, Heilbutt. Und Heilbutt als, Dip. Würziger Heilbutt, hier ist es. Ja, kann man auch machen. Und gib ihm. So. Und ich habe immer noch keine Muschel draußen. Aber ich habe auch keine Muschelbank hier, ne? Aber tatsächlich bisher null Ergebnis hier. Nicht mal auf dem Wurm. Das macht mich ja ein bisschen mordig, ey. Gerade auf dem Regenwurm, auf dem Tauwurm hätte ich mir ja schon gedacht. Alter, da rasselt vielleicht noch gleich was rein. Ha. Egal was. Ob das jetzt ein Aaland ist oder von mir aus eine Nase. Die gehen ja auch hier manchmal rein. Einfach mal schön auf Nase genommen hier. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nee. Passt, passt, passt. Bleie passen. Köder passen. Hakengrößen passen. Passt alles. Genug Zeit zum Buddeln. Das ist halt das Schöne beim Karpfenangeln, ne? Aber es tut sich nichts. Ja, was man halt machen kann, einfach sagen, okay, ich setze mir einen Timer für 10 Minuten und alle 10 Minuten ändern. Und dann aber vielleicht irgendwann wieder, dann einfach wieder von vorne anfangen, weil dann ja irgendwann auch das Wetter sich ändert, ne? Denn wenn sich das Wetter ändert, ja gut, jetzt relativ konstant, das ist schön. Wird vielleicht ein bisschen wärmer, aber ne, konstant bewölkt. Dass man dann einfach ans Wetter anpasst, zumindest aber auch an die Tageszeiten, ne, wenn es wieder hell ist. Vielleicht geht ja tagsüber dann deutlich mehr hier auf dem Tauwurm. Tja, was soll ich sagen? Mittlerweile 3:30 am Morgen. Totenstille. Es passiert einfach nichts. Es passiert einfach gar nichts hier an der Stelle. Tja, was machen wir? Ich schnapp mir hier die nächste Route und ändere die um auf Tauwurm.
Inline-Montage wieder, zap, zarab, Naturköder. Noch was ganz anderes. Soll ich mal so was hier reinschmeißen, Alter? So eine Larve hier, so eine Maikäferlarve oder so? Nachher geht mir da so ein schönes Rotauge dran oder so. Nee, das lassen wir. So, raus damit. 30 Meter. Klatsch. Gucken, was geht. Und auch den Grill nehmen wir runter. Und auch da kommt der Tauwurm drauf. Und dann wird mal getestet hier. Ja, so sieht er aus, der Alltag vom Feierabend. So sieht er aus. Die nächste halbe Stunde ist dahin. Nicht ein Fisch, kein Spot, Video, kann man knicken. Heißt also, zack, wieder einen neuen Spot suchen, wieder gucken, wo könnte was gehen. Ist das der Hammer? Ist das der Hammer? Und ihr dachtet immer, ich fange nur. Mache ich gar nicht. Ich fange auch mal extra nichts, nur um euch zu zeigen, dass ich auch nichts fange. Ich drücke auch hier F13-Taste und dann geht trotzdem nichts. Katastrophe, ne? Tja, aber wie gesagt, so sieht der Alltag bei mir tatsächlich regelmäßig aus. Von daher freut es mich auch immer mehr und umso mehr, wenn trotz allem die Videos geschaut werden. Vielen Dank dafür. Und vor allem, wenn ihr vielleicht auch ein Abo dalasst für den Kanal. Denn das hilft wahnsinnig. Einfach, dass hier mehr Leute das sehen, was ich mir hier jeden Tag antue. Und naja, letzten Endes werde ich dafür tatsächlich bezahlt. Durch die Werbung, die zwischendurch da reingeballert wird. Diese nervige Werbung. Aber die paar Cents, die da reinkommen, die, ja, ich sag mal so, die bringen mir zumindest Versicherungsschutz zur Zeit. YouTube finanziert mir meine Versicherung. So, weiter geht's. Ich suche mir neue Spots. Wenn das Ganze geholfen hat, ihr Lümmels, gerne einen Daumen da lassen. Für den Kanal und für mich vor allem, Alter. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos und da fange ich bestimmt auch mal wieder was. Petri. Oh.